I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Moin Leute, hier im, ja, es ist wahrscheinlich der vierte von vier, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht stimmt. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen am Dach feilen, dann habe ich übrigens 4 von 4. Diese Folge... ich höre keinen Ingame-Sound. Achso, ich höre gar keinen Sound. Ah, ja, das war jetzt toll, vielleicht nicht so interessant. Instrant. Ja, es ist wieder jemand dabei. Der Björn-Driver, ich weiß, alle finden es langweilig, der schon wieder, oh Gott. Aber gebt ihm eine Chance, bitte. Ja. Hallo? Ja, hallo? Du darfst reden. Ich kann reden. Was soll ich denn reden? Worüber soll ich reden? Ach ja, falls ihr einen lauten Schrei hören sollt, der ist von mir, ich zocke nämlich gerade nebenbei Slender, das Neueste. Ja, und er ist immer so ein kleiner Angsthase, deswegen freut euch mit ihm, wenn er heult. Ich heul nicht. Na stimmt, du heulst sehr. Entschuldige, jetzt habe ich vergessen. Ja, genau. So, ich versuche das hier jetzt nochmal mit dem Dach ein bisschen auszuweiten, ein bisschen größer zu machen. Also, mich würde interessieren, ich nehme jetzt übrigens 3 Folgen gerade am Stück auf, das ist jetzt die zweite von den von 3. Und, ich komme hier gar nicht so weit runter, oder? Oh doch, genau, ein bisschen Baum komme ich. Schön. Mich würde übrigens interessieren. Ja doch, hier komme ich auch runter. Hoppala. Wie ihr das findet, dass ich hier jetzt, ach verdammt, jetzt bin ich mir jetzt runtergegangen. Gott! Okay. Mich würde übrigens interessieren, soll ich noch mehr erzählen? Also, mich würde übrigens interessieren, wie ihr das findet, das Dach, ja, jetzt ist er weg. Scheiß Internet, er war übrigens der Typ, mit dem ich gerade im Hintergrund geskypt habe. Wartet kurz. So, suchen wir mal das Fleisch, ne? Da... Pilze brauchen wir 5, okay, das mache ich nicht. Und das ist so. Ach, die Schleim kann ich auch mal eben rauspacken. Ich nehme jetzt das Hühnchen hier. Ach man, Leckchen futtern. So, oh Gott, noch ein. Nein! Da nehme ich einen Apfel. Ein Apfel braucht nur ein. Füllt einen auf. Och, das reicht ja vollkommen aus. So. Ach. Nee, doch. Ach nee, doch. Was, hä? Egal. So. Dann machen wir das auf der Seite hier auch nochmal. Nee. Scheiße. Fuck. Fuck, Alter. Hm? Ja, ich bin runtergefallen. Oh. Jetzt habe ich den Boden berührt. Nein. So. Mann, dass ich hier auch nichts schaffe. Ich komme wieder gar nicht voran in 2 Minuten. Ja, schlimme Sache, Alter. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Ja. Danke. 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 Das ist lieb von dir. Wie toll du mich unterstützt, du kleiner Arsch. Schimpfwort darf ich nicht. Schimpfwort darf ich nicht. Schimpfwort darf ich nicht. Hat niemand gehört. Ne, Leute, ihr habt's nicht gehört. Was denn? Ja eben, da gibt's nicht, was sie gehört haben können. Wenn das mein Papa mitkriegt, dann schlägt er mich. Oder meine Mama, noch schlimmer. Oh. Danke für dein scheiß Mitleid, das brauche ich nicht.
Ich bin schon groß, ich kann das alleine regeln, da brauche ich deinen Scheiß Mitleid nicht. Oh. Danke für dein Mitleid. Oh, scheiße, diese Unterhaltung immer. Ja. Ein bisschen komisch immer. Ach, scheiße. Ein bisschen komisch immer. Sag mal, kannst dich mal entscheiden? Immer ein bisschen komisch, halt so. Falsches Deutsch. Falsch Deutsch gelernt. Ich hab, weißt du. Ihr müsst wissen, er ist eigentlich, welche Nationalität willst du haben? Er ist eigentlich Spanier, deswegen. Ah. Hola. Er lernt doch gerade Spanisch, oder wie war das? Nee. Nee. Ich lerne gar keine Sprache. Also Englisch in der Schule. Scheiße, dann hab ich mich... Hä? Ach doch, doch, du hast mich aber... Du hattest mich mal gefragt, oder? So nach spanischen Begriffen und so, ne? Ja. Ja doch, aber es ist nicht hängen geblieben. Es ist einfach nicht hängen geblieben. Ja, du bist hängen geblieben. Tut mir leid, kann ich auch nichts für. Natürlich kannst du was für alles. Und nichts. Ah, ja, gut. Dann hätten wir uns ja verstanden. Mhm. Ich verstehe mein eigenes Deutsch, was ich hier reden kann. So, ich habe mir eine sehr schöne Konstruktion gebaut, um hier irgendwie hochzukommen. Und runterkommen geht viel schneller. Ich muss nur hier einmal richtig kräftig runterspringen und dann bin ich tot. Schön, oder? Ach. Ja, ja. Schön. Schön. Oh. Scheiße, nein! Alles gut. Alter, da ist schon wieder so ein Slime. Ach, und der eine hat mir geschrieben, Slimes werden aggressiv nach einer Zeit. Also nicht nach einer Zeit, sondern nur die ganz Großen werden aggressiv. Ich will mal sagen, das ist so ein richtig schöner Fettklotz. Ich frag mich auch, warum die vorher nie da waren. Oh, scheiße, Alter. Ich glaube, es ist gepatcht worden, dass es mehr, dass es auch Slimes in der Oberfläche spawnen kann. Sonst waren die ja sonst immer nur irgendwie in der Höhle oder so. Hilfe, zu viele Slimes. Nein, da fehlt mir noch einer. Wie können die mich eigentlich angreifen? Auch der Kleine nicht, nur der Große. Ach genau, das hat er auch geschrieben. Klein. Oh, scheiße. Yippie, noch ein riesen... Ey, Schleim, komm mal her, guck mal. Guck mal hier, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, spring mal runter. Scheiße, ich dachte... Hm? Ich dachte, der wird da unten jetzt schön hier... Ja, nee, wenn ich da jetzt runtergehe, ist ja dumm. Hier komme ich ja nicht mehr raus. Heißt, oder komme ich hier hinten irgendwo wieder raus? Ach Gott, ich habe genügend bei mir. Ich komme da schon irgendwie wieder raus. Hoffe ich. Nee, kommst du nicht. Sei ruhig, was weißt du bitte schon über Minecraft? Siehste, gar nichts. Gottes Willen, ey. Und so einer will mir vorschreiben, wie ich spiele. Ja, das findet er jetzt witzig. Ja. Ja, hier komme ich wieder raus. An Lianen. Kletter ich auch schade noch weiter nach oben, geht ja nicht. Na los, nach Hause, nach Hause. Ja. Ach so, Leute, es wird gleich. Ach Mann. Es wird egal. So jetzt, es wird gleich einmal kurz laggen, weil ich stelle jetzt einmal eine schöne Aussicht auf mein Heuschle. Irgendeine Art und Weise hier so. Obwohl ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht miterleben. Hopp. So, einmal ein Screenshot aus dem Spiel herausgemacht. Eine Aktion im Spiel und das wird jetzt mein Thumbnail. So, das versuche ich jetzt immer einmal kurz im Video ab jetzt. Einmal kurz im Video anhalten. Ein Thumbnail machen. Und dann. Naja. Halt, was man dann so macht. Ne? Mhm. Genau. Auf Klo gehen.
So direkt dazu das jetzt nicht ausdrücken müssen. Aber na gut, weil du's bist, mach ich da jetzt nochmal eine Ausnahme. Und ich nehme 4 Eimer mit. Ja, ich hole jetzt einmal Wasser für unser Bad. Denn das ist noch nicht ganz fertig, aber erstmal gehe ich pennen. Ich wollte gerade nach oben. Ja, das mache ich, gehe oben pennen. Heißt, ich sollte hier jetzt Gas geben und direkt wieder pennen im Bett. Denn momentan habe ich keinen Speicherpunkt. Wenn ich jetzt sterbe, jo, werde ich am Anfang spawnen gemacht, mitten im Regenwald. Ey, lässt du mich wohl hier hoch? Also, okay, stellen wir das Bett, was ich hier dabei habe. Alter, was kann man eigentlich mit Schleim machen? Pistons, also Sticky Pistons, das heißt. Mehr nicht. Klebrige Kolben. Ja, und mehr nicht. Glaub nicht. Das ist dann ja voll kacke. Jetzt habe ich 37 von denen und ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie ich einen Piston mache. Scheiße. Also wie ich einen Kolben mache. Weißt du, wie man einen Kolben macht? Nicht so aus dem Kopf. Ja, das ist natürlich schon schlecht, ne? Ja. Du hast ja dich aber, hast du aber keine Hausaufgaben gemacht. Das gibt jetzt Minuspunkte. Oh. Ja, das werde ich sofort deinen Lehrer benachrichtigen. Dass das so nicht weitergehen kann mit dir. Och nee. Oh. Ja, kann ich auch. Oh. Scheiße, jetzt habe ich hier Nein, jetzt habe ich hier Nein. Jetzt habe ich hier Nein, jetzt habe ich hier Nein, jetzt habe ich hier Nein. Nein! Den kann man die ganze Zeit nehmen. Ach, sei ruhig, du hast keine Ahnung. Du verstehst das einfach nicht, du bist zu klein dafür. Hm? Ja, ah. So ist das. Auch du bist irgendwo für zu klein, Björn Driver. Du Kind. Hm. Genau. Komm, gib's zu, du bist erst 6 und benutzt einen Stimmenversteller. Genau. Kannst du durchschaut. Kannst den Stimmenversteller bitte mal wegstellen und deine richtige Stimme einsetzen? Nö. Das ist unter aller Sau. Nee, das ist unter. Nee. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Dafür gibt's einfach keinen Ausdruck. Das ist doch echt das Letzte. So, der ist weg. Der dahin. Der ist weg. Der da. Ey, und der dahin. Ey, nicht dahin. Dahin. Ja, zum Glück habe ich 3 einmal geholt. Ey, da. Da. Ich habe gerade mal eine Frage. Yeah, unendliche Wasserquelle. Nein! Aber da, yeah! Natürlich nicht, wenn ich mich zu oft ernehme. So. Jetzt könnt ihr natürlich das so machen, dass das so bleibt und hier so in der Mitte habe ich immer so einen Zugang und dann. Oder. Keine Ahnung wie. Ich lasse das jetzt erstmal so. Sieht doch. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Leben drin in der Bude. Aha. Da hat mir jemand also eine Kontaktanfrage geschickt, was ich komisch finde. Ich werde ihn mal fragen, woher der Typ mich da kennt, wenn er sagt, irgendwie von YouTube. Ich werde übrigens wichtige Informationen. Ich werde bei Skype nur noch Leute annehmen, die uns eine Kontaktanfrage geschickt haben, damit ich wenigstens ein bisschen über die Bescheid weiß und weiß, dass das nicht irgendwie kleine, wirklich super kleine Kiddies sind. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wer, aber es gibt hier schon manchmal bei Skype jemanden, wo ich denke, oh Mann, so alt ist er ganz sicher nicht. Falls sich jetzt einige angesprochen fühlen, die ich nicht meine, es tut mir leid, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Aber es gibt da so 2-3 Kandidaten drunter. Also du jetzt nicht, weil bei dir bin ich
Du bist eine Vertrauensperson für mich geworden. Nein, okay, das war zu übertrieben. Ja, entschuldige, aber ich kann auch nicht jedem trauen. Ja, ja. Ja, ist so. Ja. 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 Ja? Ja. Wirklich? Nein. Wurstester. Wladimir Dalenko. Was? Ich dachte, die machen fünf Schussgerne. Na, oh, scheiße. Okay, dann nehmen wir noch das da. Oh. Zombies, Ratsversammlung. Okay, nein. Ne, gut, ungefähr 15 Minuten. Das reicht dann auch für diese Folge. Ich verabschiede mich aus meinem Bett und wir sehen uns an einem super, super frischen Tag wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.